Welche Ursachen können Schmerzen nach einer Hüftoperation haben? Vorausgesetzt, die Hüftprothese ist richtig gesetzt und sitzt auch richtig, können Schmerzen verursacht werden, selbstverständlich durch die Wunde, durch eine Beinverlängerung, denn man baut die Knorpelschicht wieder auf, vielfach auch die Stellung des Schenkelhalses wieder. Dadurch kommt es zu einem Muskelzug und Kapselzug und da sind Schmerznerven drin, die man über lange Zeit über Dehnung spüren kann. Dann gibt es Ansatztendinopathien, also Knochenhautentzündungen, dort wo die Muskulatur ansetzt, weil eben auch da die Muskulatur wieder anders benutzt wird als vor der Operation. Und für weitere Informationen klicken Sie den blauen Link rechts über mir.